Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past, Leute. Das hier wird womöglich der letzte Part sein von Zelda und wir werden jetzt noch einmal safen, werden auf einem anderen Stand nochmal safen und ab ins Abenteuer mit dieser epischen Musik. Auf geht's, Leute, ich bin gespannt. Da ist er! Grrr, wer hatte gedacht, dass ein kleiner Strolch wie du so viel Ärger macht? Ich kann es nicht glauben. Merkt er? Ganon-Musik. Ocarina of Time. Das, oder? Ja, ist so ähnlich. Dass du mein zweites Ich, Aghanim, zweimal besiegt hast. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Triforce erringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten. Dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. So, hier hat er jetzt erstmal Special Trick. Ich weiß nicht mehr ganz, wie er geht. Aha, okay, einfach schlagen. Einfach schlagen, Leute. Er hat ja immer hier seinen Special Trick gemacht. Okay, einfach hauen im ersten Step. Da war ich mir nämlich nicht mehr sicher, wie man den machen musste. Okay, aber einfach hauen. Mit dem Goldschwert müsste das aber eigentlich... Ah! Jetzt sind wir mittlerweile schon so weit, wir werden ihn ohne Saves spielen. Jetzt sind wir mittlerweile schon so weit, dass er hier, Feuer-Salamander-Feen-Dingsbummens um sich versammelt. Also, ich habe vor, ihn ohne Saves zu spielen, sagen wir es so. Und da sind wir auch schon tot. Beschleunigungs-Action für die Fee. So, die Feuerdinger ziehen uns nämlich recht viel ab eigentlich. So, zack. Oh, und er hat schon seine dritte Stufe hier in Angriff genommen. Das ist schon wirklich viel. So, komm schon. Aha, jetzt haben wir ihn bald. Oder? Nee, noch haben wir lange nicht. Das ist Ganondorf, Leute. Ihr kennt Ganondorf. Ganondorf ist immer für eine Überraschung gut. Und er macht das Feld kleiner. Ganz schön tapfer, Junge. Aber gegen meine Kampftechnik bist du am Ende machtlos. Auch hier möchte ich nochmal bemerken, dass hier extreme Parallelen zu Ocarina of Time sind. Ocarina of Time, wenn ihr euch erinnert, da ging auch das Feld am Ende weg. Ist mir noch nie wirklich so aufgefallen. Oh, tot. Haben wir noch eine Fee? Ich glaube, das ist die letzte. Ja, es wird hart. Eventuell müssen wir mal gucken, dass wir vorher nochmal... Aha. Ja. WTF? Wir sind runtergefallen! Was das denn? Das hab ich ja noch nie gehabt. Gibt's hier was noch? Ach so, was sagt uns? Sobald Ganon benommen wirkt, gib ihm den Rest mit Silberpfeilen. Verstanden? Ja, haben wir verstanden. Ja, das ist jetzt extrem... Ah, mein Gott. Wir müssen den nochmal neu machen, Leute. Das ist jetzt extrem unklug, weil, so wie ich in meinem Menü sehe, bleiben uns null Feen. Was machen wir da? Ganz einfach, wir könnten eine Feenquelle suchen. Obwohl ich nicht mehr weiß... Warte, wir gucken, was da oben mit der Fee ist. Aber da sind keine extra Feen drin, glaube ich. Da sind... Moment mal, im Spielberater steht doch meistens nochmal, wo man Feen herkriegt, hier vor dem... Nee, steht hier nicht drin. Ja, ganz einfach, wir benutzen den Safe, Leute. Wir benutzen ihn jetzt ganz einfach und gucken, dass wir das mit dem Safe schaffen, den wir hier gemacht haben. Die Feen reichen auf jeden Fall aus, so schwer ist er nicht. Also das müsste auf jeden Fall wirklich echt ausreichen. So, seht ihr? Da macht doch schon wieder seinen Feuerzirkus hier. So, wenn wir ihn jetzt genug schlagen, jetzt kommen hier seine Fledermaus-Action. So, jetzt geht er da oben hin. Da können wir ihn auch... So, und jetzt macht er schon nämlich den ersten Rand weg. Also, Oh, komm, schlag ihn. Besonders gut ist er jetzt hier nicht. So, da haben wir ihn auch schon wieder gehittet. So. Also ich
Ah, ganz schön tapfer, Junge, aber gegen meine Kampftechnik bist du am Ende machtlos. Achso, jetzt macht er wieder das hier. Ah, genau. Hier gab es jetzt den Special Trick. Moment mal, Leute, wie war denn das? Man musste beides machen. Alles klar, man musste beide... Alter, wo ist denn der Spacko? Ja, genau, raste aus! Ah, er wirkt benommen. Was? Das war doch benommen. Und wie benommen das war. Ja, das war doch benommen. So, komm jetzt aber. Ja, runter, falling down. Wie der Sepp immer sagt. Bin voll Sepp verseucht hier. Ja, raste aus. Alter, Game Over. Okay, wir werden Folgendes machen. Wir werden vor der finalen Stage, die er macht, einen Save machen. Na, nochmal neu. Weil da habe ich ganz ehrlich jetzt nicht so viel Bock, das 80 Millionen Mal zu machen. Aber hier, das habt ihr ja gesehen, das können wir ja. Da, das wäre jetzt einfacher. Wir könnten uns ganz einfach noch eine Fee holen, dann würden wir den locker packen. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Das nochmal jetzt hier extra zu exerzieren. So, jetzt kommen hier die... Ist eigentlich schon schlecht, wir waren eben besser. Wir werden ja jetzt schon fast getötet. So. Gedefft. So. Ah, jetzt macht er das komischerweise wieder. Ja, jetzt sind wir wieder getötet, ne? Alles klar. Ah, das ist wahrscheinlich, wenn man ihn vorher nicht oft genug trifft. So, getroffen. Ah, ganz schön tapfer, Junge. So, jetzt machen wir auf einem anderen Ding einen Save. Boah, der ist wirklich nicht ohne. Ach, jetzt kommt wieder das. Ich hasse das. So, wo ist er? So, Save. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, den jetzt 80 Millionen Mal zu machen. Aber ich weiß auch nicht, was die jetzt mit benommen meinen. Meinen die das? Das ist doch nicht benommen. Benommen ist doch, wenn er zu viel getrunken hat. Ich meine, kann der ja hier nicht, aber... Ah, doch. Doch, dann müssen wir den treffen. Ah, das ist tricky. Ah, nicht getroffen, weil der verdammte Flederdingens mich getroffen hat. So. Safe. Boah, ist aber immer ein schneller Wechsel hier. So. Safe. Ah, geschafft, Leute. Yay. Das war Ganon. Auch wenn wir am Ende ein bisschen gefuscht haben, hätten wir uns Feen geholt, hätten wir den locker geschafft. Also insofern... Sehe ich das jetzt nicht so schlimm mit den Saves. Ah, yay, wir haben es geschafft, Leute. Und bevor wir da hingehen, trinke ich was. Wie, jetzt sind die Fackeln wieder aus. Hör mal, müssen wir Licht anmachen. Wir können gar nicht mehr ins Menü, weil das Spiel zu Ende ist. So, raus da, ab in die Freiheit mit dir. Und, was ist das? Das Triforce wird sich wieder zusammenfügen. Sei willkommen, TT-Game. Ich bin das Wesen des Triforce, die goldene Macht. Ja, wir haben es geschafft, Leute, wir haben das Spiel durch. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Aha. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Okay. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Oh, that's not good.
Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Okay. Garnon wollte die Welt erobern. So wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Garnon seine Macht vergrößern, mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Aha. Doch du hast Garnon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwanden. Ja, Leute, wir haben Frieden zurückgebracht hier. Das Triforce ist bereit für seine neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Wir sind nun Besitzer des Triforce, Leute. Wir können nun die Welt mit Glück und Frieden erfüllen. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Und jetzt kommt gleich Prinzessin Zelda wetten. Der Link, unser alter Romantiker. Und er berührt es mit seinem Wunsch im Herzen drinne. Und what happened? Wir sind gespannt. Die Rückkehr des Königs, Hyrules Schloss. Ja, Leute, was war das nur für ein Let's Play? Ich werde da gleich noch was zu sagen, wenn die Geschichte fertig ist. Da sind alle Mädchen, Prinzessin Zelda ist auch dabei. Der gute Priester Cathedral wurde mir das in Englisch eingetrichtert am Anfang. Cathedral. Ich hasse dieses Wort. Ja, das scheint der Abspann zu sein, Leute. Dieses Let's Play ist beendet. Hier sehen wir nochmal alles. Wir haben nicht alles geholt. Wir haben alle Artefakte. Uns fehlt aber, fehlen Herzteile. Ja, das Let's Play ging recht schnell eigentlich. Ich hätte gedacht, dass wir länger dafür brauchen. Ich hatte die Tempel auch komplizierter in Erinnerung. Jetzt, wo ich es mal wieder gespielt habe, die Tempel sind gar nicht so schwer gewesen, wie ich gedacht habe. Früher habe ich da echt lange vorgesessen und habe gedacht, boah, wie geht denn das und so. Nö, es war aber recht einfach eigentlich. So, alles in allem. Klar, wir haben ein paar Saves benutzt, aber das kennt er ja von mir und ich finde das auch nicht schlimm. Wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat, was soll man sich ja noch Stunden mit aufhängen? Es soll ja auch für euch ein bisschen flüssiger sein, nicht so 3 Millionen Parts an einer Stelle. Hier, unser Vater, er lebt auf einmal wieder. Wir mit Goldschwert, er mit so einem mickrigen Silberweißen. Hier, wisst ihr noch, Flossen zu verkaufen, wo wir nicht genug Rubine hatten, wo wir die noch holen mussten. Bei dem komischen Seemonster da, wie ich das hasse. Ich hasse es, Leute. Nur 3 Zähne in den Mund und dann so viel verkaufen. Ja, mir hat das Let's Play auf jeden Fall wirklich riesen Spaß gemacht. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Es war richtig geil eigentlich, mal wieder zu zocken. Ja, ihr fragt euch natürlich, was würde jetzt als nächstes spielen? Ja, Leute, ich habe mir was überlegt. Ah, guck mal, die versuchen immer noch den Baum abzuhacken. Jungs, ihr schafft es nicht. Könnt ihr vergessen. Ihr seid genauso wie im Kokiri-Wald hier. Die schaffen auch nie, den Stein da hochzuheben und der eine Karate-Kid da. Ja, was ist das nächste Projekt? Wir werden bei einem SNES-Titel bleiben. Seid gespannt. Ihr werdet es morgen sehen, was es sein wird. Es wird Jump'n'Run-mäßig sein. Mal wieder was, wo ein bisschen Fails auch vorprogrammiert sein werden. Mal wieder ein bisschen was Lustigeres. Und, ach, die schmieden immer noch. Jungs, ich hab das beste Schwert. Könnt ihr vergessen. Komischen Zwerge da. Die kamen bei Ocarina of Time nicht vor. Nee, Schwert schmieden konnte man da nicht. Oh, was ist das denn? Komisches Vieh da. Und die alte, sie putzt immer noch. Also lasst euch überraschen, was das neue Programm, sag ich schon, Spiel sein wird. Ich denke, es wird lustig. Es würde uns viel Freude bereiten, das zu spielen. Und es wurde auch schon gewünscht. Von, einer Person, glaube ich. Also, seid gespannt, Leute. Ich bin gespannt, wie das nächste Spiel wird. Das Projekt hier ist erstmal beendet und wir ziehen uns jetzt hier noch den Abspann rein. Der verirrte alte Mann. Ja, der hat es bis in die Wolken geschafft. Der Arme. Der Dieb in den Wäldern. Ja, der hat uns auch ein paar Rubine geklaut, glaube ich. Aber so richtig bei dem war man gar nicht zu Besuch, fällt mir gerade mal auf. Ja, der ist jobless. Und das Master-Schwert. Es ruht wieder, für immer. Da, Link hat es weggebracht. Das brauchen wir ja auch nicht mehr. Wir haben ja das goldene Schwert. Master-Schwert ist billig. Für immer ruht es. Bis Aghanim auf einmal auf die Idee kommt, ey komm, ich hab keinen Bock mehr in der Hölle, ich steh wieder auf, geh wieder in die Welt. Oder bis Garnon dann sagt, wer mit Aghanim im Bunde war. Komm, ich hab keinen Bock mehr, ich will Link mal wieder ärgern. Ja, da ruht das Master-Schwert nun, Leute. Hier sehen wir nochmal das Triforce.
wie heißen die? Din, Farore und Nairu in Ocarina of Time. Produzent Hiroshi Yamauchi oder wie auch immer heißt. Reduction, Redaktion, Shigeru Miyamoto. Wirklich ein genialer Mann bei Nintendo, kann man wirklich nicht anders sagen. Wirklich genial, der Mann. Regie Takeshi Tezuka und Autor Kensuke Tanabe. Aber jetzt aber keine Lust, die alle noch vorzulesen, Leute. Hier sehen wir jetzt den ganzen Abspann, da laufen wirklich nur noch die Namen runter. Wir werden mal auf die Speed-Taste drücken und ein bisschen mal hier im Schnelldurchlauf, damit wir den Endbildschirm auch noch sehen. Part ist ja eigentlich schon zu Ende. Hier die ganzen Namen, Soundeffekte. Koji Kondo, auch genialer Mann, Leute, genial. Koji Kondo macht beste Nintendo-Musik ever hier. Burgverlies, Spiele, Hyrulesburg, Ort, was für Spiele? Schattenwelt? Was? Da traf ich gerade nicht. Was soll das hier sein? Versuche insgesamt 10, noch 10 mal Game Over gegangen. Naja, ich meine, warum nicht? Das ist natürlich auch mal ein epischer Endbildschirm. Sonst hat man immer noch mal so ein schönes Bild. Aber nein, da steht Versuche insgesamt und Ende. Naja, warum nicht? Ziemlich schlicht gehalten. Okay, Leute, ich bedanke mich bei allen Leuten, die dieses Let's Play geschaut haben, denen es immer wieder Spaß gemacht hat, das zu schauen, die mir Kommentare gegeben haben, die mir Feedback gegeben haben, Kommentare schreibt man genau, die immer dabei waren, immer geguckt haben. Und ja, wie gesagt, fleißig kommentiert haben. Vielen Dank an euch alle Leute. Ich hoffe, dass ihr bei dem nächsten Projekt auch dabei seid. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal für das Zusehen, für alles, Leute. Ihr seid der Wahnsinn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's mit Zelda A Link to the Past. Bis zum nächsten Mal, euer TT Gamer.